Leute, willkommen zurück. Heute soll es im Motovlog darum gehen: Warnweste, nützt sie was, nützt sie nichts? Verkehrssicherheit allgemein erhöhen, wie ihr öfter gesehen werdet. Und es liegt einfach im Interesse von euch und euren Eltern. Das könnt ihr denen gerne sagen. Also zuallererst, vor allem wenn ihr abends fahrt, lohnt es sich, eine Warnweste anzuziehen. Ich habe eine Warnweste von ProBiker, glaube ich, auf jeden Fall von Lewis. Achtet immer auf Angebote, weil die Weste, ich habe für sie 20 Euro gezahlt statt 40 Euro. Und 40 Euro ist sie definitiv nicht wert, aber 20 ist sie auf jeden Fall wert, weil es wirklich super von der Qualität, wirklich dick genug, qualitativ hochwertig. Ihr könnt sie waschen ohne Probleme in der Waschmaschine, das bedeutet echt viel. Sie flattert nicht, weil ihr sie in eurer Größe nehmen könnt, sie ist körperanliegend. Nachteil ist, sie lässt euch dicker ausschauen, wenn ihr eine schwarze Kombi wie Danese oder so tragt. Also Kombination mit Kombi, meine ich jetzt nicht Lederkombi. Ja komm, roll ein bisschen mehr nach hinten, Alter, ja. Auf jeden Fall, ja Leute, ich wollte sagen, wie ihr eure Sicherheit erhöhen könnt. Zuallererst die Warnweste, die ist natürlich super. Das am allerklarsten. Zweitens der Helm. Falls ihr seht, ich kann mal in den Spiegel schauen. Mein Helm hat Neongelb, Neonorange und er sieht geil aus. Das Design ist wirklich schön gemacht. Auf jeden Fall, man sieht ihn enorm, weil, wie ihr seht, schaut nur mein Kopf über ein Dach heraus und kein Auto ist orange. Somit hebt sich das ab. Auch von dem weißen Auto hebt sich der orangene Helm ab. Danke fürs Warten. Ja, auch von dem weißen Auto hebt sich der Helm ab. Und ja, was soll ich sagen? Der Helm, der ist ein wichtiger um die aktive Sicherheit halt, die Sicherheit, dass euch andere Leute gar nicht erst übersehen, zu erhöhen, ist die Warnweste, der Helm. Und jetzt kommt das, was ihr vielleicht gehört habt, aber nicht gedacht habt, ein lauter Auspuff. Leute, besorgt euch einen lauten Auspuff und fahrt nicht. Moment, ich kann mal den sechsten Gang schalten. Ihr hört gar nichts. Also gar nichts. Ich flüster vor mich hin. Natürlich überhören mich die Leute, aber wenn ihr immer mal wieder schneller fahrt oder so, also ich meine nicht unbedingt schneller, aber im dritten Gang zum Beispiel in der Stadt fahrt, ihr verbraucht klar mehr Sprit, 0,3 Liter oder so mehr pro 100 Kilometer. Aber auf jeden Fall seid ihr besser hörbar und ihr seid aktiver, weil euer Hirn sich mehr fokussiert auf die Straße und alles, wenn die Maschine Krach macht und ihr etwas dynamischer unterwegs seid. Alles im Leben kommt zurück, also lasse ich immer gern wieder Autos raus. Es gibt denen Sicherheit, dass denen keiner auffährt. Auf jeden Fall, das waren jetzt meine drei Punkte. Ich zähle nochmal auf: Warnweste, Helm, lauter Auspuff. Also zuallererst würde ich weiß nicht, die Reihenfolge ist schwer festzumachen, weil ich alle drei Sachen besitze. Und mit allen drei, das ist kein Overkill. Leute schaffen es trotzdem, euch nicht zu sehen. Also, Leute sind unbelievable. Was soll ich sagen? Oh, Stau, geil. Auf jeden Fall, zuallererst will ich den Helm auf Platz Nummer 1 stellen, weil oft hören die Leute Musik oder so im Auto, da bringt euch der laute Auspuff nichts. Dann würde ich die Warnweste auf Platz 2 stellen, dann auf Platz 3 würde ich die Fahrweise stellen. Also, dass ihr etwas im etwas niedrigeren Gang fahrt als sonst, vielleicht im dritten Gang oder so in der Stadt. Das ist realisierbar oder höchstens im vierten, aber im fünften würde ich nicht schalten, weil ab dem fünften seid ihr zu leise unterwegs. Auf jeden Fall in den ersten geschaltet. Ich dachte, es wäre der zweite. Auf jeden Fall Auspuff. Vergesst nicht, der Auspuff bringt auch einiges. Wie ihr seht, wenn man auf dem Gas bleibt, zieht man richtig gut weg von Autos. Es war zwar bergab, aber was waren das? 5 Sekunden auf 60, 70, ich weiß nicht. Das ist relativ gut. Ja, Leute, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen und schreibt mir in die Kommentare, welche von den Sachen besitzt ihr. Besitzt ihr einen Helm, auffälligen Helm, lauten Auspuff, eine Warnweste oder fahrt ihr sportlicher, dass man euch hört? So, auf jeden Fall verabschiede ich mich. Ciao, Leute. Komm, räum in die Kreuzung, Lady.